Ja, genau. Ja, Leute, was geht ab? Karak hier am Start und ich bin auf Toilette. Genau. Hände waschen natürlich, nicht vergessen. Ding. Ah, das wird nichts. Willst du ein Video sein, oder was? Nee. Bist du jetzt aber? Der schneidet mich raus. Ich kann nicht, du bist zu groß. Vorsichtig, war. Ja. Du weißt schon, dass mir das nicht passt, dass du jetzt über den Fußboden mit der Drohne fährst. Die Reifen sind sauber. Nee. Doch, ich hab die geputzt. Ein Schwachsinn. Ja, weiter geht's in die Werkstatt. So. 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 Oh lol. Das ging ja super easy. Oh, das ist nicht gut. Oh. Ich fahre ohne Kupplung. Oh nein, das ist nicht gut. Was ist jetzt passiert? Oh, jetzt habe ich die Kupplung gefickt. Das ist ein geiler Burnout geworden. Ah, fuck, Alter. Ah, der ist auch ganz saftig. So, ich werde jetzt nach Hause rollen. Ich werde nach Hause rollen. Dreht hoch auf 3. Na, das wird ein mechanisches, kein elektronisches Problem sein. Zweiter Gang. Vierter Gang. Okay, vierter Gang 15 km/h ist schon ein bisschen fragwürdig. Aber erster 15, ohne dass ich irgendwas mache, kein Gas. Es passiert nichts. Oh boy, was hast du getan? So viel dazu. Ich würde sagen, Karak hat seine Kupplung geschrottet. GG. A few moments later. So Leute. Zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang. So, da sage ich doch erstmal ein dickes, fettes Fuck you an Honda Berlin-Händler. Ich nenne jetzt nicht direkt den Namen, aber es gibt nicht so viele Honda Berlin-Händler mit 2 Filialen. Danke dafür, dass ihr mich krass abziehen wolltet. Ihr wolltet 520 Euro haben. Ihr habt gesagt, die Kupplung, der Kupplungskorb ist kaputt, die Druckplatte, die Federn und die Scheiben. Ihr habt gesagt, das ist alles kaputt. Was habe ich gemacht? Ich habe die Scheiben ersetzt. 50 Euro. Bisschen handwerkliches Geschick, ein Spezialwerkzeug musste ich mir noch holen. Und das war's. 50 Euro, okay, aufgerundet vielleicht 60 Euro. Mit dem Spezialwerkzeug 70, 80 Euro, okay? Guck mal Leute, ich fahre. Es funktioniert. Ich fahre in allen Gängen. Alle Gänge funktionieren.
Kawakio hat das selbst zusammengebaut, auf seinem Balkon, in der brühenden Sonne. Und damit ist Kawakio auch wieder mobil. Ist das nicht geil? Kawakio fährt wieder. Zwar keine 110 PS, aber 10 PS. Geil. So, wir fahren erstmal rauf und testen erstmal ein bisschen auf Herz und Nieren. Hier hinten ist so ein kleiner Parkplatz, nämlich schon butterweich. Ich darf jetzt nur nicht verkacken. Ich habe die Kupplung eingestellt, dass da genug Spiel drauf ist. Hier, das Spiel, ihr könnt es sehen. Hab nämlich keinen Bock, die Scheiben wieder runter zu rattern. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist der Mini-Parkplatz, von dem ich gerade gesprochen habe. Und dann gucken wir mal, ob die Federn, die angeblich kaputt sind. Jawohl. Die Federn funktionieren doch wunderbar. Also, Druckplatte funktioniert, Schalten funktioniert, Kupplung funktioniert, Spiel ist eingestellt. Fick dich, Honda-Händler Berlin. Ganz ehrlich. Ehrlich, das ist doch unter aller Sau, die Kunden so abziehen zu wollen. Ich bin da ganz mit offenen Karten hingegangen. Ich habe gesagt, yo Leute, hört mir zu, ich habe das selbst verkackt. Ich habe Burnout gemacht, Kupplung wahrscheinlich dabei schleifen lassen und. Aber dann so eine Scheiße, die haben mir die auseinandergenommen. Dabei haben die gesagt, ja, fürs Auseinandernehmen und Vermessen und so 50 Euro. Meinte ich so, okay. Hat er das auf den Zettel drauf geschrieben. Als ich dann gesagt habe, ich hole die ab, habe ich ja gedacht, jetzt 50 Euro. Auf einmal kommt er mir mit Rechnung mit 150 Euro. Ich sage so, 150 Euro, wofür? Wir haben noch 50 Euro ausgemacht. Dann guckt er auf seinen Zettel und sagt er so zu der Tipps, da sagt er so, ja, okay. Allerdings, hier, mach mal 50 hier auf meinen Namen, bla bla bla. Irgend so eine Scheiße labert der. Ganz ehrlich, wie unseriös ist das denn für einen Honda-Händler? Bitte, wie geht das? Egal, Leute. Kawakio is back on the street. Woohoo! Und die Grom macht ja eh super Spaß. Ist ja ein Spaßbike. Deswegen cruisen wir jetzt ein bisschen und testen. Und zwar wollte ich neuen Tabak besorgen. Bruh. Hi. Und deswegen fahren wir zu Traube Minze. Ciao. Hier qualmt es ganz schön. Ja, das ist verbrennendes Öl. Das ist alles okay, das ist alles auf dem Auspuff gewesen. Ist ein bisschen getropft beim Ölwechsel. Deswegen qualmt es jetzt ein bisschen. Ey, Leute, was geht ab? Ich war gerade bei Traube Minze und hab mir ein Kilo Ringelrange geholt und da habe ich diesen Dude getroffen. Wie heißt du überhaupt? Ferdinand? Ferdinand? Ja. Ferdinand habe ich getroffen. Und Ferdinand, folgt Ferdinand auf Insta, du musst mir mal deine Adresse schreiben dann. Hat sogar einen Filterboy-Sticker, aber natürlich auf der anderen Seite. Deswegen könnt ihr den jetzt nicht sehen. Und er hat mich getroffen per Zufall. So, jetzt cruisen wir nach Hause. Also er zu sich, aber er kommt noch einen Ticken mit. Was ist das? Ein MG, Alter! Hui! Filterboy! Ja, deine ist ein bisschen größer. Ja, aber nur ein bisschen. Mach's gut, Digga!